Lebensblüten. Erinnern. Lächeln. Verschenken. Ich bin der Günther Leiner, bin Kabarettist und Komiker. Also oder Schauspieler oder weiß nicht, was ich eigentlich bin. Ich bin auch natürlich auch Familienvater, ich bin ein Freund für manche, ich bin so viel. Was immer ist es so viel. Jetzt erzähl ich fast meine ganze Lebensgeschichte schon, aber nein, hauptsächlich bin ich Kabarettist. Das Projekt Lebensblüten unterstützt denn? Weil, also erstens einmal, glaube ich, ist es ein super Geschenk für die Nachkommen, also nicht nur für die Enkel und Enkelkinder, sondern auch für die Töchter und Söhne, für die Frau oder für den Mann und auch für die Freunde. Ich denke mir auch, so viel Freunde und weiß oft gar nicht, was die alles erlebt haben. Also man erzählt ja immer nur das, was man so unmittelbar vor ein, zwei Monaten erlebt hat, aber nie so, was man vor 20 Jahren, vor 30 Jahren erlebt hat. Und das hat schon irgendwie, das hat eine Qualität, finde ich, die man sonst irgendwie nicht erfährt. Also man erfährt sonst viele Geschichten nicht, weil man sie ja nicht, wenn man sie trifft, dann erzählt man sich, was in den letzten zwei, drei Wochen passiert ist, aber nicht das, was einen so beschäftigt hat vor ein paar Jahren. Und warum man auch so geworden ist, wie man ist. Ich glaube, dass man dann auch vielleicht leichter verstehen kann, warum manche Mensch so ist, wie er ist. Ich glaube, dass das die Lebensblüten oder wenn man die Lebensgeschichte erzählt, dass man vielleicht auch sogar wenn besser versteht, dass man zum Beispiel auch, wenn man mit den Eltern einen Wickel hat oder wenn man einen Konflikt hat und dass man sich dann denkt, aha, interessant, der hat das so und so erlebt. Ja. Oder ich zum Beispiel von meinem Vater habe ich gewusst, der ist nicht sehr schön, also nicht gut behandelt von seinen Eltern und er hat immer gesagt, ich mache das anders. Ja. Und das habe ich ihm hoch angerechnet, er hat wirklich anders gemacht. Ja. Aber das hat er uns immer erzählt. Ja. Es war praktisch so ein Teil von seiner Lebensgeschichte. Und da erfährt man halt dann wirklich also nur viel mehr von einem Menschen. Ja. Und nur so, wenn einem der nahe ist, also die Verwandtschaft oder wenn es ein guter Freund ist. Ja. Ich glaube, dass man das wirklich schön herschenken kann. Oder ist einfach ein schönes Geschenk, nicht nur an sich selber, weil es ja auch interessant ist, dass man nachdenkt, seine eigene Lebensgeschichte, sondern dass man auch mal dass man das für andere auch herschenkt. Also es ist ein Geschenk für sich und für dich. Lebensblüten. Erinnern. Lächeln. Verschenken.